Genau, oder? Super. So. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit vergessen, sondern stand vor draußen, dachte mir, merkwürdig. Ich dachte, es sei gut geworden. Aber naja. So. Meine Güte, das ist gut geworden hier. Macht ja, ja. Friendly Crowd, okay, ja. So, ich bin Salvo Kopic, ich arbeite bei Sun Microsystems GmbH in Deutschland, Bochum und Hamburg. Da sind eigentlich die Operatorsystems. Ich habe den nächsten Tutsch, teilen wir das auch zu nehmen eigentlich. So, und ja, jetzt einfach. Arbeite bei Sun Microsystems Java für den Open Source Software Ambassador, was im Großen und Ganzen heißt, ich will mit euch. Und ich hole mich alleine, also könnt ihr eine Frage stellen, während ich dir irgendwas erzähle. Also einfach nicht, nicht join, eigentlich ganz schnell. So, OpenJDK, OpenJDK 7 System ist noch heute, morgen wird es mit DaVinci gehen, da geht es mit dynamischen Sprachen auf DaVinci. Heute wird es OpenJDK Projekt. Das wurde vor so ungefähr 2,5 Jahren für den Sendung interessant, als es darum ging, dass Java Open Source werden sollte. Und sie haben damit schon ein bisschen Gefühle rausgeschaut gehabt. 2006, da wurden die Enterprise-Implementierung des Enterprise-Standards Last Switch wurde Open Source gemacht. Und es hieß ja auch Open Source werden. Es hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis die ersten Komponenten rauskamen. Das war von OpenJDK, das war die Hotspot der Maschine und Java C Compiler. Und der Rest war ein halbes Jahr später, also nach einem Jahr, war das meist eigentlich draußen, so ein paar Teile. Die es dann nicht veröffentlichen konnte, die mussten umgeschrieben werden, beziehungsweise wurden von Community neu geschickt. Und dieses OpenJDK-Projekt besteht also seit November 2006. Es ist Open Source. Also im Gegensatz zu unseren Ängsten damals, ich bin seit ungefähr anderthalb, das ist was ich jetzt weiter kann, war also ein bisschen die Angst, sie würden jetzt irgendwas mit Eigenlizenz machen, aber sie haben uns gefragt, haben gesagt, macht uns so öffentliches Sozialen für die Maschinen. Und die Cluster ist selbst mit dazu betätigen, was im Großen und Ganzen heißt. OpenJDK bleibt frei. Und bezogen das Ganze nutzen können, mit dem wir Lizenzen haben. Und das Ganze hat auch bisher sehr gut funktioniert, also wie man sich damals das Ganze erhofft hat. Es gab in der Zwischenzeit auch eine Community, die das funktioniert, also Patches einerseits, andererseits wurden auch teilweise eben diese Komponenten von Wirtschaft, die uns an Wirtschaft werden konnten, von der Community mal implementiert. Ein wichtiges Projekt dabei zum Beispiel war die Neuimplementation von MIDI-Unterstützung von Carl Henderson aus Island, der es mit seinem eigenen Werbeprojekt das Ganze implementiert hat und eigentlich noch besser gemacht hat, als das, was vorher da war. Und natürlich gehört dazu auch eine Community, die, wie es schon ist, auch einigermaßen wächst. Dazu gibt es nachher ein bisschen Statistiken. Und was für Sun wichtig war, bei Open Source Adoption von Java, darunter Linux, war dann die Jahre davor, dadurch, dass Java und Open Source war, so ein bisschen limitiert. Das hat sich dann durch OpenJDK radikal verändert. Und für, was dann für Java-Leute wichtig war, bevor der Open Source wurde, hieß es dann immer, ja, wenn es Open Source wird, dann gibt es ja jede Menge Forks, dann ist es ja schlimm, das geht ja völlig auseinander und alle sterben. Ist nicht passiert. Lustigerweise, das nur jetzt heute keiner mehr, das ist auch gut so. Und was man normalerweise in der Situation findet, heutzutage ist OpenJDK 6. Als Sun den Code veröffentlicht hat, hat Sun den Code auf JDK 7, also die nächste Version. Aber es stellte sich dann heraus, dass Distributionen eigentlich eine stabile Grundlage brauchen, um Applikationen paketieren zu können, wie Eclipse, NetBeans, Tomcat, was es gibt. Und das heißt, man hat dann JDK 7 genommen, das Ganze zurechtgeschnitten auf die Java 6 APIs und darauf versucht, JDK 6 zu verleihen von Joe Garcy. Bildlich sieht das Ganze natürlich ungefähr so aus. Also JDK 6 wurde eben gemacht. Dann diese Sache machen wir ja Open Source. Okay. Irgendwo wurde von JDK 6 JDK 7 abgespalten, die ersten Builds. Das Ganze wurde Open Source übergetragen, OpenJDK 7. Nach Build 20 wurde da auch wieder OpenJDK 6 gebaut. Und da wurden auch nach jeder Zeit die Änderungen auf JDK 6 rübergezogen nach
OpenJDK 7 bzw. OpenJDK 6. So, und das ist eben das OpenJDK 7 Projekt. Das Produkt wiederum ist JDK 7, also Open Source Projekt. Produkt, was man runterladen kann und installieren kann. Wer macht das Ganze? Ziemlich viele Leute in der Zwischenzeit. Also, das sind jetzt über 170 Stück. Ich mache die Folie immer wieder so, wenn ich das Ding update und das Ganze wächst so mit einer Rate von ca. 5 bis 6 Personen pro Monat. Und es ist inzwischen auch recht divers geworden, wie man das Ganze erwarten würde. Ja? Arbeitet es dann jetzt eigentlich komplett im OpenJDK oder gibt es dann auch intern bestimmte Sachen, die weitergearbeitet? Nicht nur. Also es gibt natürlich noch die JDK 6 Releases und es gibt Java for Business zum Beispiel, das unterstützen wird für ältere Releases, 1.4 oder 1.5. Und es macht jetzt keinen großen Sinn, zurückzugehen, weil wir alten Sachen Open Source. Da verteilt sich der Aufwand und Gewinn. Die Frage ist sowieso, dass immer so eine Firma wie Sun, die es seit über 20 Jahren gibt, die können die jetzt die nächsten 10 Jahre verbringen, ihre Geschichte als Open Source aufzubauen, aber das macht mehr Sinn, vorwärts zu schauen. Aber vorwärts ist das dann eins oder es gibt dann nur noch zwei? Also es wird wahrscheinlich Sachen geben, die nicht Open Source sind, weil sie, also es gibt halt, ich meine, ich habe paar Komponenten, die nicht freigegeben werden konnten. Und das sind unter anderem Default Rasterizer, Graphics Rasterizer und solche Sachen. Das sind leider Komponenten, die fraglich sind, muss man so zu sagen. Es gibt davon eine Implementierung auf JDK, die wurde übernommen von den mobilen Java-Leuten. Da wurde auch teilweise GitHub eingesetzt. Nur ist die Qualität von der Implementierung für mich in dem existierenden Kerncode nicht exakt besser, muss man so zu sagen. Sie ist gut genug, um natürlich das Ganze also Open Source rausgeben zu können und dann arbeiten zu können. Es ist gut genug, um die Kompatibilität zu verstehen. Aber gerade zum Beispiel Windows-Benutzer, die merken das schon Unterschied. Gerade was Performance angeht zum Beispiel. Und das heißt, dass für JDK 7 dann wahrscheinlich für solche Komponenten immer noch diesen alten Code einsetzen wird. Teilweise aber auch die Kunden dann sagen, wir möchten, dass das erkennen, schon 10 Jahre lang. Und nicht, dass das nachbeten worden ist. Aber dafür kann man dann die Open Source Sachen relativ gut besser machen, was dann so ein Vorteil ist. Und das haben wir gerade bei Sound Engine so gesehen. Wieso werden auch neue Funktionen zum Teil durch Open Source gemacht? Also gerade eben das Java Plugin ist ja so eine Sache und Java FX ist ja auch noch so eine Sache, die im gleichen Bereich liegen, die nicht Open Source sind von Start an. Bei Java FX ist es vielleicht komplizierter, aber was für ein Java Plugin klingt nicht so kompliziert am Anfang. Die Plugin-Geschichte ist sehr witzig, weil eigentlich wollte man Plugin in der Art, in der war freigeben. Dann wurde Plugin wieder umgeschrieben. Das heißt, man hat angefangen, dann Plugin rauszureißen in der alten Version. Die Menge an Codes, die der Plugin hat, war riesig. Also der war ungefähr so groß wie Hotspot in sich. Vor allem die Schlüssel für den Explorer. Es wurde ein neuer Plugin geschrieben, der wurde aber auch wiederum als groß geschrieben für JDK 6, was wir mit Jens haben. Und wurde halt auch nicht nur bis auf so getragen. Sun wollte die Sache in diesem Jahr freigeben. Ob es das so nicht wird, kann ich nicht sagen, weil sich da so ein paar Ressourcenplanungen verändert haben. Was JavaFX angeht, völlig anderes Zeug. Also Plugin ist an sich schon mal so ein bisschen schwierig, weil es nicht zur Plattform gehört. Also Plugin ist nicht in der Version drin, es ist halt ein netter Zusatz. Und es gibt glücklicherweise auch einen Community-Namen, den ich hier unten nicht weil Community gewartet wird. Die hat nicht exakt das gleiche ist, aber in meinen Augen weiß ich, ob es auch so ist. Ja. Müssen Sie vielleicht was über Oracle Forms und die Unterstützung von Java Web Shard? Ich kann über Oracle Forms oder sowas nicht wissen, weil ich dachte, da wird es auch ein JDK. Das hat mit meinem Bild zu tun, sorry. Okay. Ein Ziel von Projekt war es, auch eine diverse Community aufzubauen. Also, nicht nur einzelne Entwickler zu haben, wie zum Beispiel die Jungs, die den BSD-Port auf dem Boden geschafft haben, Landon Fuller, die machen OSD-Sachen, Greg Lewis, Kurt Miller, Chris Azumas, die BSD-Jungs, sondern auch akademische Projekte anzusprechen, zum Beispiel
Mahmoud Ali, Michael Ernst, die machen Type Annotations am MIT University Washington. Und natürlich gibt es dann die ganzen Firmen, die bei ganzen Spielen und so weiter. Sun, Reddit, auch einige Entwickler, die bearbeiten, Google und einen, der auch ihre Sachen beigetragen hat, gerade bei Passwort. So, Statistik. Commit ist so ein komisches Wort, wenn es um solche verteilten Projekte geht. Also, verteilt ist unsere Tolle, kann ja eigentlich jeder Partner nehmen. Was ich hier meine, sollte die Schreibzugriff haben auf diesen Fahrrepositories des Projektes. Die Liste ist öffentlich natürlich, also wenn man da drauf geht, sieht man, wer alles Schreibrechte hat, wie sie heißen, wo ihr Blogs sind und so, wie sie arbeiten. Insgesamt sind es im Moment 120 Stück. Nicht bei Sun davon sind 40, also das Teilen kommt auf ca. 23%, die außerhalb von Sun sind. Das ist jetzt nach anderthalb Jahren mit Yuriel, also Sun Computer, gar nicht mal schlecht. Vergleichsweise Eclipse 20%, X ja, wir haben da 30%, ist noch. Und viele davon macht das Sun warten, wo man einfach alle externen Commit haben mal irgendwann bei Sun. Nicht nur. Also gerade Drain-Leute waren eher selten bei Sun. Weil das irgendwie so bei Google-Jungs, glaube ich, die waren mal bei Sun. Ja, auch nicht nur. Also es ist schon so, dass ich ein Teil von Leuten gibt, die über Sun waren, jetzt anders sind. Aber es ist auch durchaus so, dass eine Menge von Leuten, die zum Beispiel Dienstprojekte machen, BSD und sowas, die waren lieber Sun. Sun macht keine BSD-Projekte. Verkauft oft. Und die verteilen sich auch nicht auf ein Projekt, sondern wirklich auf eine größere Bandbreite von Projekten. Das heißt, es gibt jetzt ein Fahrprojekt mit GDP6, GDP7, wo dann hoffentlich alles zusammenfließt, aber es gibt auch Feature-Projekte, wo zum Beispiel Sachen wie Portierungen oder Sachen, die mal NAO2 oder Tabernacle entwickelt werden, wenn dann soweit sind, werden sie integriert. Und das heißt, es lässt sich dann von diesen großen Zahlen schwer irgendwas direktes Einzelprojekt sagen. Das ist einfach eine große Masse. Es gibt 25 Projekte im Moment. Es sind noch zwei Projekte im Moment in der Erschaffungsphase, also 25 werden wir jetzt. Davon werden 13 geführt. Das sind dann die großen Dinger, die man so erwarten will. OpenJDK 6, OpenJDK 7, DaVinci Band, Morgen, Projekt Coin, NAO2 und diverse Sachen dazu. Also Coin ist das Projekt für kleine Sprachänderungen. NAO2 sind die Änderungen für Zugriffe auf Dateien, Zugriffe auf Channels und die Verbesserungen, die es in diesem Bereich der JavaScript geben wird. Da gibt es auch noch wieder. Der Rest wird nicht von Sun geführt, das sind dann zum Beispiel Portierungsprojekte, die BSD-Portierung, Sachen wie Zero. Zero ist ein Backend mit Browser Engine, der auf Portabilität ausgerichtet ist. Das heißt, Zero kann man eigentlich überall bauen, wo es nicht auf einem BTC. Und das ist eben das Ding, damit kann man auch OpenJDK auf dem 10 oder so Bitcoin drauf zu haben. Cache Corvado ist ein von iPad gesponsertes Projekt, um die Backends unter AWT. So, ja, yeah, okay, jetzt kann ich noch. Portable zu gestalten, sodass man, wenn man das Backend hinzufügen möchte, also quasi Java auch mal schnell portieren möchte, das Ganze innerhalb von wenigen Tagen oder vielleicht Wochen machen kann, statt Monaten. Und wir haben auch sehr viele Folgen mit im Web-Bereich. ISTE ist das große Projekt, das die Distribution am Web vorantreibt, um die Patches zu sammeln und dann eben die Lücken, die Sun gelassen hat, zu ergänzen und zu füllen. Also sehr gut zu füllen. Type Annotations, eben dieses Projekt, um die Sprache in Perspektiven zu erweitern, um Dinge zu notieren. X- oder Fireplatte-Problem ist also, um dann entsprechend bei Java 2D auf X-Render Backends zu machen, aufsetzen zu können, statt OpenGL Backends zu machen. So. Wo läuft das Ganze? Naja, eins von den Zielen von Java immer das Ganze überall rüber zu haben. Und seitdem ich dann bei Sun war, haben wir auch ein bisschen Druck gemacht, um die ganzen Probleme zu lösen, Informationen hat und sich eingetragen haben, Lizenzen oder sonst was. Und das Ganze ist dann erstmal in die großen Institutionen eingeflossen, wie man sich kennt, also Gentoo, aus Emerging, Ubuntu, Fedora.
Debian natürlich. Wobei Debian ist immer so das, die große Herausforderung. Also das, es gibt halt Fedora Libre, die merken so 5 Sachen in den Autos, von Debian Libre sind es 20. War eine schöne Arbeit, aber haben sie geschafft und ist jetzt auch im Main drin, das war auch so ein antraditionelles Einzelwert. Also die Arbeit im Main drin zu haben, nicht nur was für ein separates Eingeschöpfer, wo man Applikationen drauf aufsetzen kann. Und wenn man die großen 6 Distributionen abdecken kann, dann kann man natürlich die von derivativen Distributionen abdecken, die in der nächsten Stufe dann überhaupt aufbauen. Linux Mint oder Nikis oder Red Enterprise Linux, die seit 5.3, also seit der Anfang des Jahres, auch OpenJDK ausliefern. Wenn man Rail hat, dann auch CentOS. Und dann durch die Portierung noch ein paar Systeme, also die FreeBSD Post Collection, die hat jetzt auch OpenJDK 6 Portierung durch Brian Warner. MacCourts hat dank Landon auch in ihr Paketportierungssystem OpenJDK 6 drin. Und OpenBSD und MacBSD haben MySpace gemacht. OpenJDK 7 wird es drin. Also, sind nicht auf OpenJDK 6 umgestiegen. Und neben diesem Kernprojekt gibt es noch ein Community drumherum von Projekten. Also einerseits ISP, das was von denen gespeichert wird. Und neben Plugin, neben Website-Konfigurierung, neben einem Configure-basierten Quiz-System, das Ganze sich darum kümmert, dass eben ganz immer nur mit Weißwasserbauarbeit ist und so weiter. Gibt es auch Projekte wie Jolima, die OpenJDK nehmen und das Ganze in Embedded-Distribution einpacken, also für Memo-Sachen. Es gibt die Kakao-JVM. Das ist eine virtuelle Maschine der Uni in Graz, glaube ich. Die arbeiten an einer eigenen Virtualmaschine, die sehr portierbar ist und in der Lage ist, verschiedene Klassenbibliotheken zu verwenden. Also Classbar oder OpenJDK oder die Embedded-Bibliothek von Vornemi. Und damit verschiedene Anwendungsfälle nutzbar zu sein. Und es gibt auch IKDM.net. Sehr witziges Projekt, das Java Bytecode-Name das Ganze cross-kompiliert im Prinzip nach .NET. Und auch die neben Transfer, OpenJDK schmeißen zusammen. Das ist sehr, sehr schräg. Gehört auch dazu, also ich meine, Open Source heißt halt neben das Ganze machen, das ist Spaß wie damit. So, das ist Spaß wie damit. Der nicht ganz so Spaß wie damit, Java entwickelt ist, okay, Open Source, das heißt Mobilität. Gibt es auch natürlich, bei OpenJDK gibt es die OpenJDK Community XP Access Agreement. Da zählt eine Lizenz, mit der man das, die Test-Suite kriegen kann, um die Community abzuchecken. Die gibt es also Projekte, die Java SE6 implementieren und EWL2 infiziert sind und von OpenJDK abgeleitet sind. Und die Liste der Lizenznehmer ist natürlich wieder veröffentlicht, das sind Google, Red Hat, Canonical, Talent und Verkaufverein. Die beiden Unternehmen sind witzig, weil sie eben nicht auf reines OpenJDK bauen, sondern wirklich OpenJDK und Kakao nehmen und versuchen, das Ganze durch die Testsuite zu jagen. Und wenn man so eine Lizenz hat und Testsuite oder Testsuite gibt, dann machen wir es damit und schaffen es auch wieder zu zertifizieren. Seit Mai letzten Jahres gibt es jetzt, ich glaube, mehrere Stück. Angefangen das Ganze mit OpenJDK 6 auf Fedora, erstmals durch Red Hat, mit IC-Patchset, dann auch durch JVRC. Dann im Januar dieses Jahres halt mit Red Empress Linux 5.3 dann auch auf Rail, auf den x86 und AMP-Linux bekommen. Ubuntu hat auch jetzt im Juni, glaube ich, announced, dass sie so weit waren. Also 904 auch kompatible Bitson. Und was ich sehr witzig finde, ist, dass Red Hat seit dem Monat dieses Jahres mit der Foster announced, dass sie den OpenJDK 6 Build mit dem IC-Patchset und der Zero Backend und der PowerPC, 32 PC-Bits unter Fedora, kompatibel gekriegt haben. Und Zero ist halt ein Interpreter, das dauert also Tage, diese Tests zu machen. Das sind ziemlich viele Tests, das sind nicht irgendwie 10 oder so, 10.000. Man hat das sehr schön gesehen, als Gary Benson, der Ingenieur von Red Hat, daran gearbeitet hat, angefangen hat, extensiv zu blocken, wie Zero funktioniert, wie das Ganze geht. Ah ja, okay, der macht
Er hat wirklich über Tage lang Code ausgeschrieben. Und das ist dann sehr nett, weil das wirklich eine Bibliothek ist, die einen Teil von OpenJDK ersetzt mit etwas, was neu auf dem Medium erstanden ist, eben die Zero Capability Engine. Wer genaues zu haben wissen möchte, kann sich auf der Seite Performance-Bibliothek gehen. Und Barbara zum Beispiel für ein eigenes Projekt oder eine Distribution oder sowas schauen möchte, wo man die Testung kriegt, da eigentlich sehr nachdenken, was ich möchte. So, Kredibilität. Das große Problem bei solchen Projekten sind immer die Infrastrukturen. Und zwar bei einem Projekt wie OpenJDK, das eigentlich aus dem OpenJDK stammt und aus der, wie sagen wir, mehr als 10 Jahre lang die Verschlüsselung entwickelt worden ist, dann ist es nicht ganz einfach, das Ganze mit einem Tag auf den anderen zu switchen und auch entwickeln. Das heißt, man muss ja Infrastrukturen, die Entwicklungsprozesse so verändern, dass sie eben nicht mehr implementieren. Eins von den ersten Sachen ist natürlich so, dass es, wenn man schon Code offen entwickelt, sollte auch von jedem mitentwickelbar sein. Das heißt, man braucht ein Versionskontrollsystem. Das Open Source Sammlung sind von Teamware, was nicht Open Source war, also schon der erste große Umstieg war, von Teamware auf irgendwas anderes. Und Teamware ist ein Verteilsystem. Das heißt, man braucht ein Verteilsystem, was auch den Angewohnheiten der Prozesse intern entspricht. Zum Beispiel Bazaar, Git, Mercurian, Curatron, weil das Ganze auch recht gut unter Windows funktioniert hat. Und Projekte von manchmal im Gegensatz zu, wie ich sage, anderen Versionen. Was wir benutzen neben Mercurial ist Mercurial Forest Extension. Das heißt, ein typischer JDK Forest, also JDK Object, bekommt man verschiedene Teilbereiche. Ja. Also JDK 7 hat zum Beispiel ein JDK 7 Forest, in dem in einem Repository sind die Metadaten drin, zum Beispiel das Bildsystem, Lizenzen und so. Und dann sind die drunter hängen die einzelnen Teilrepositories, für Corbett, für Hotspot, für XML-Geschichten, das JDK selbst. Oder die ganzen Klassen, die man so kennt, Swing, Java Lang und sowas, und Lang-Tools, wo die ganzen Compiler-Tools drin sind, also Java C und Java P und so. Okay. Und man muss sie nicht komplett auschecken, also wenn man zum Beispiel nur Compiler anders arbeiten möchte, kann man die Lang-Tools sofort auschecken, Netting-Twike starten und damit sich vergnügen, oder halt die Compiler anders. Die ganzen Repositories gibt es unter hg-openjdk-java.net. Das ist ziemlich großer Daten. Und man checkt Sachen aus, wie man sie klont. Was ein Forest ist, f-clone, hg-f-clone, jdk-7, jdk-6, jdk-6, jdk-6. Klonen, es ist ein make-basiertes Bildsystem, das heißt, die Dependencies sind mir besorgen. Readme, würde HTML lesen. Lake starten, das beste Hoffen. Und die so. Es ist ziemlich viel cool. Also gerade Hotspot ist ein ziemlich massiver Brocken an C++-Code. Und dann kommen jetzt noch Millionen von Zahlen von Java. Ist schon ein anspruchsvoller Test für ein Dateisystem. Ich kann da extra sehr empfehlen. Das ist ziemlich toll. Okay. Jetzt hat man natürlich einen Ort, um die ganzen Dinge zu hosten. Man braucht dann noch so die Patches zu reviewen. Das heißt, wir haben für so ein großes Package JDK. Werden die Patches groß gemeldet werden, von Entwicklern begutachtet, ob sie auch eine Chance sind, Patchen und so weiter zu sagen. Und dafür gibt es einen Code-Review-Server, der basiert im Moment auf WebRaps, das ist ein Sun-Tool, was auch OpenStreetMap ist. Das ist im Prinzip Diffs schön verpackt, dass man den Webserver draufbauen kann und umspannen kann, unified auswählen kann und so weiter und so fort. Wir denken darüber nach, vielleicht später Regelboard einzusetzen. Haben wir keine Erfahrung mit, halt, wie man Regelboard am Tool nicht hoffe. Also wenn sich jemand auskennt, muss ich noch ansprechen. Und natürlich das andere große Ding sind Bugs, also Bugzilla, der ein Open Source Projekt dort im Open Source Hardware haben. Der ist unter Bugs, OpenJDK.java.net, seit Februar dieses Jahres. In der ersten Phase benutzen wir Mozilla und Patches. Von der Community zu definieren. Das heißt, wenn man jetzt eine kleine Änderung hat, die man beibringen möchte, wie das Bug getestet hat oder sowas, in Basil einchecken und die Community melden. Im Moment sind die Einkommensrate, die Patches kriegen, ungefähr ein Patch alle 2 bis 3 Tage, also 2
Und in der nächsten Phase wollen wir den Basierer ausreichen, das Ganze auch zur Barcode tracken zu können. So, okay, wir sind jetzt durchgegangen, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Projekten, die in der Bibliothek gemacht werden. Project Coin ist das Projekt, wo es darum geht, kleine Sprachanwendungen zu machen. Das Ganze wurde von Burassi gestartet im März dieses Jahres, um da einfach eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, wie sich eine Sprache verändern würde und auch wirklich mit Prototypen, Spezifikationsveränderungen sich irgendwie beschäftigen zu können. Die Mails waren offen. Es gab über 1000 Mails, es gab fast 70 Vorschläge, die ausgewählt werden sollen. Das Ziel war dabei, Vorschläge sich aufzuwenden, die auf die umsetzen. Also wo der Aufwand zu implementieren und das, was man Produktivität rauskommt, drastisch auseinander sind. Also, sowas wie die Vorschläge in Java einzuführen zum Beispiel. Einfach, aber macht nicht mehr Spaß. Und in die engere Auswahl sind 10 Stück reingekommen. Joe hat jetzt letztes im nächsten Wochen dann die letzten Auswahl veröffentlichen möchte. In der engen Auswahl sind Strings in Switch Statements. Also Switch auf Strings mit Passanten. Dann von Neil Gaffter ein Vorschlag, um Exception Handling für Java zu verbessern. Auch bekannt als Multicatch. Wo es darum geht, dass man mehrere Exceptions fangen kann im gleichen Catchblock, die aus verschiedenen Typen stammen. Wäre sehr gerade im Blocken. Dann gibt es einen Vorschlag, der heißt, ja, langen Namen, auch kein Design, das ist der Name. Da geht es darum, dass man sich überlegt hat, das sind Konstruktoren und Generics. Das wird ein bisschen mühsam, wenn man sich sehr lange Sachen tippen muss. Es wäre schön, wenn man beide sagen könnte, lieber schon beide. Denkt jetzt auf das Richtige. Was das Richtige ist, wie das Denken geht, da hat Maurizio Cinamore gestern auf der Coinlist gepostet. Dort. Es wurde wirklich implementiert, verschiedene Verfahren, Maurizio hat vorgeschlagen, um zu schauen, was effizienter ist, was quasi mehr. Mehr Typen variieren kann, was wegen der Force-Force-Nichts hat. Wer es genau wissen möchte, den Coinlist lesen, kann man einiges über die Sprache lernen. Dann gibt es noch einen Vorschlag, um die Integer-Integrale ein bisschen geschickter zu machen, also mehr Zahlen einführen zu können. Zum Beispiel mit schönen anderen Force-Nichts, dass man auch Zahlen lesen kann. Sehr gelangt. Ein Vorschlag, der von Steve Colburn eingebracht worden ist, ist ein Elvis-Operator. Die Idee dahinter ist, dass man sich diese Kaskaden von if-then-Abfragen spart und als der Compiler dann weiß, wenn der erste Ausdruck nicht nur ist, dass er das sozusagen wahrnehmen soll mit dem Ausdruck. Und dann sagst du, weiter mal so. Und sozusagen diese ganzen if-then-Kaskaden verkürzen. Von Google kam ein Vorschlag für Automatic Resource Management. Die Idee dahinter ist, dass man typischerweise, wenn man mit Streams arbeitet, die meisten Leute vergessen, Streams zu schließen oder sie richtig zu schließen, beziehungsweise wenn Exception geworfen werden irgendwo. Streams sind furchtbar. Da gibt es auch in netten Büchern jede Menge Kapitel dazu. Und die Idee dahinter ist, dass man Compiler einfach sagt, lieber Compiler, räum doch für mich auf. Ich mache einen Stream hier darüber, kümmere dich darum, dass das alles echt abgefangen wird, dass auch die Exceptions geworfen werden, auch abgefangen werden und ich nicht drüber nachdenken. Dann Generics war immer so ein heißes Thema, wie man da Sachen schöner machen kann. Eine von den Themen ist eine Syntax, um Listen und Maps wie Arrays ausschauen zu lassen, also normal initialisieren zu können. Quasi nur das Element, das erste Element ausschauen zu können. Wenn man das hat, kann man noch einen Schritt weitergehen und sogar Collection Literals definieren. Also zum Beispiel sagen, es wäre eigentlich praktisch, wenn man Listen oder Maps kompakt initialisieren können. Und von John Rose gibt es noch die Idee, Language Support für dynamische Sprachen einzubauen. Also da geht es gerade darum, dass dynamische Sprachen sehr merkwürdige Syntax erlauben, was Funktionsnamen, Variablennamen und sowas angeht, die halt Java nicht erlaubt. Und da können wir nicht so ein
vertraute Operator, die Operator sagen, liebe Compiler, noch irgendwas, was nicht arbeitet. Aber du sowas, sowas in Englisch bist. Die Joe möchte halt in den nächsten paar Wochen 4 bis 5 Vorschläge ausbringen, die implementiert werden sollen, die es gar nicht für begutet werden. Das Ganze läuft im Projekt Coin. Das andere, was ich erwähnt habe, bei diesem Compiler-Bereich, die Pipe-Annotations von JSON 8, da geht es auch darum, dass man die Identität ein bisschen verbessert, indem man Annotationen und Typen zulässt, die statisch abgeprüft sind. Also indem man Sachen wie Non-Null auch Parameter andere Typen einbauen kann. Oder genauso. Und das Ganze nicht in die Compiler jagen kann, der mit dem Checker diese Annotationen abprüfen kann und sagen kann, ups, diese Variable sollte eigentlich nie null werden, würde ich hier nur, und das ist wohl ein Fehler. Und einen sozusagen leichten Hinweis gibt, sondern Missbrauch. Oder zum Beispiel mit Only, indem man invariant zugeführen könnte, ob halt eine Klasse eine Instanz gewesen wird. Das Ganze ist ziemlich witziges Feld, das gibt es auch bei Microsoft, bei Western Sharp, der Forschung drüber. Wie man sozusagen mehr reinpackt in Informationspolitiker, wie Schnittstellen besser verwenden sind. Das heißt, wenn die Schnittstelle bereits diskutiert hat, ob sie lesbar ist oder ob sie halt nicht nur ist oder beliebige andere Sachen, die man sich überlegen kann, Informationen reinpacken kann, im Checker einpacken kann, da könnte es einfach PDEs verwenden, um einen bei Code zu unterstützen. Und sozusagen das Feinbugs erstmal eben durch statische Situieren, zum Beispiel sagen zu können, da könnte was im Argen liegen. Und das ist gerade ganz spannend, wenn man überlegt, wo Dritten verwendet, die man nicht kennt. Dritte Sprachgeschichte, die in 7 reinkommen würde, ist JSON 2004. Da geht es darum, dass die Modularität das erste Mal sich in die Sprache reinwälzt. Und die Idee dabei ist, dass wir unterstützen für Modularitäten, die aber unabhängig von einem bestimmten System sein soll. Und dafür braucht man die Abhängigkeit, das ist das Versioning und explizite Accessibility. Also man muss sagen können, was hängt voneinander ab, in welcher Version und wer darauf zugreifen. Diese Information wird in einem Model-Info auf reingepackt, die der Compiler verstehen kann. Das heißt, wenn man einen Baum an einem Band hat, kommt irgendwann mal oben drauf, weil man Info dabei beschreibt, wie heißt das Ding, was braucht es, welche Version hast, welche Version man anzieht, gibt es eine Hauptklasse in diesem Werkzeug. Ist das, ist das zum Compile-Zeit-Checking oder ist das ein Rollout-Time-Checking? So ist auch. Also der Compiler versteht diese Sachen und die JVM endet. Wenn ich von 3 Versionen installiert habe, sagt die vor allem, ich nehme die. Wenn es drinsteht. Das heißt, der Compiler versteht sie, der muss ja wohl einfach ja lesen, kompilieren können. Die JVM versteht sie, muss ja auch die Module dann laden können, die man abhängen. Wenn man das beides hat, kann man klar sagen, dass die Paper abhängen. Die Library abhängen, die kriegen die Arbeit. Aber dann wird es von Abhängigkeiten klar, so wird es vom Meister zum Feedback. Ich habe auch gemeint, Modulsystem unabhängig. Es gibt Modulsysteme von Massen. Was das JDK gern einsetzen wird, ist nämlich JSON, wird auch auf dem JDK. Und da ist das Designziel, explizit Modulsysteme für JDK zu entwickeln. Also das JDK selbst in Dokumenten zu schreiben. Und dadurch kann man sich auf bestimmte Sachen fokussieren. Also das JDK einzubringen zum Beispiel, weil es über die Jahre immer gewachsen ist. Wenn man sich Download anschaut, also der Download von JDK 6 ist, glaube ich, 80 Megabyte gewesen. Der von 5 ist nur, ich glaube, 40 oder so. Das heißt, gerade wenn man auf in Java in den Bereich werden möchte, wo der Platz viel kostet, also zum Beispiel eine CD von Ubuntu oder sowas, da gibt es eine große Konkurrenz drumherum. Das heißt, je kompakter man werden kann, desto besser ist es für eine Plattform. Das heißt, praktisch, wenn man Applikationen, die nur einen Teil davon nutzen,
weil die sagen können, ich brauche nur die Kernbibliotheken. Ich bin Herr oder ich brauche nur das Minimalanteil. Sondern das drin runterlegen. Wenn das System, ist der Verhaltenungssystem auch sehr einfach zu benutzen, wäre das Ganze statisch schwer. Also das JDK wird nur statisch ausgeliefert, das ändert sich zur Laufzeit. Weil das Ganze low-level wäre, also in integriert ist. Aber weil es Modul mitbringt, Versionierung natürlich, Abhängigkeit vorbereiten kann. Und das sind Sachen, die Jigsaw in der virtuellen Form so zum großen Teil geschützt. Wenn man das alles zusammen hat, kann man sich überlegen, dass man es auch verwenden kann und natürlich Packages entwickeln. Aber das ist ja im Prinzip auch nur ein System, nur anders. Andere Werkzeuge, aber übertragbar. Und dafür haben wir ein Jigsaw-JPackage, das unterstützt, wenn man so eine Prototyp-Version, also Proof of Concept Debian verbietet. Ich arbeite damit an RPM und SWR4 und IPS-Support. Die zwei unseren Solaris-Sources, Solaris kennt man ja. Das RPM-Zeug kommt aus Reddit. Wenn man jetzt ein eigenes Paket gemacht hat, das man gerne Schutz haben möchte, kann man sich an Jigsaw-Liste wenden oder an Theorie. Und im Moment ist das Ganze so, dass man gesagt hat, wo die Module sind, die man gepackt haben möchte, wo sie hingehen sollen. Ob das, was das Ganze eine Main-Klasse hat, wie das dazugehörige Server heißen soll, welches Format das Ganze gepackt werden soll und wie das Modul heißt. Und es generiert daraus eben entsprechend ein Debian-Paket gegeben. Das Schöne ist halt, weil es durch das Modul-Info-Datei weiß, dass es eine Main-Klasse gibt, kann es auch entsprechend einen Rebel generieren automatisch. Der dann auch die Quellen-Nachricht werden auch wird. Weil die JDF weiß ja, wo die sind. Das heißt, diese Sachen, die geplant werden, plötzlich viel netter. Man kann die Pre-Install, Force-Install dagegen spielen. Und sehr, sehr nett. Das Ganze läuft jetzt bei Jigsaw. Und Jigsaw 292 gibt es morgen. Also, du werde jetzt mal drüber fliegen. So, JDK 7 ist eben das große Projekt, was alles reinfließt. Eigentlich ist es Jigsaw nicht aktuell. Das ist ein separates Projekt. Hier planen acht Milestones, wir sind im Moment in Milestone 5. Der erste ist bereits im Februar gewesen, wir wurden vor allem Hausveränderungen eingebracht, Compressed Loops, das sind komprimierte Zeiger für 64 Bit Hardware. Ein spannender Bit-Hackerei-Trick, um Speicherplatz zu sparen, also 64-Bit-Zeiger in 20-Bit-Zeiger packen zu können. Ein neuer Datenschleifer wurde eingebaut, der immer noch weiterentwickelt wird. Im zweiten Milestone kam vor allem NRO2 zum Tragen, das ist ein neues Paket, wird eingeführt, Java-NRO-File, bei dem diese Path-Klasse sehr wichtig ist. Die ersetzt Java-NRO-File in Java 7. Also ersetzt. Vor allem gibt es immer noch, aber das ist die beste Datenbank zum Nutzen. Und sie unterstützt Fahroperationen, also Fahrteilsresolution vergleichen. Sie unterstützt auch Operationen, wie zum Beispiel Erschaffen, Löschen, Sachen, Links oder sowas, Links erschaffen, kopieren, verschieben, was man so haben möchte, Sachen weiter. Und Change Directory auch in Sicht? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Aber das ist halt, wenn sonst jetzt Exceptions statt Return Codes. Also Java-NRO-File hat ja dieses schöne Nachrichten. Das ist eben bei Debian zum Beispiel, einer sagt, hier ist ein Boolean. Könnte geklappt haben, falls nicht, sage ich hier nicht warum. Das ist die Radio-Applikationsstärke, die Dateisysteme geben müssen. Und man möchte einfach schon noch wissen, warum. Und das Exception wählen sich handlich. Da sieht man natürlich die Pfeile nach Pfade und wo man das kann, Pfeile werden, um diese Sachen zu machen. Folgen. Ja, eine Frage. Wieso hat man versucht, die Pläne ja mal zu erweitern? Gute Frage, ich darf hier auch keinen Nachdruck drauf. Ich war nicht bei der Sektkarte, wo du sagst, GSA, sondern diese Portierung kann ich gar nicht so sagen. Also, bei NRO2 ist ein bisschen mehr dabei. Es wird auch das komplette Dateiensystem flexibler gemacht. Es geht nicht nur um Dateien, es geht auch um beispielsweise Directories werden jetzt können Streams eingestellt werden. Das hat beim Laden von großen Verzeichnissen oder Netzwerken
über Lame, dann habe ich das demnächst immer Vorteil, weil sie über den Generator geleitet werden können. Deshalb muss ich warten, bis du mit dem Lesen bist. Das ist ein radikal anderer Ansatz, als der in den Fall drin ist. Es wird auch eine, es gibt eine geschützte Dateisysteme. Die gibt es auch also. Also man kann eigene Systeme implementieren, also von In-Memory-Dateisystem. Diverse Sachen, die es so nicht gibt, die man wahrscheinlich schlecht drauf zwingen kann. Ohne jetzt. Und wie wichtig ist das? Es würde schwierig gehen, du musst aber das Ganze machen, du. Und bei Directory Stream reden wir über einen Stream, das skaliert besser, behält auch den nativen Dateinamen, was ganz praktisch bei Dateisystemen, die aus Fremdländern kommen. Zum Beispiel mein Name ist one, lässt einen die Directories filtern, also bereits beim Stream. Es gibt auch einen Weg, um Aktionen auf alle Teile des Files ausführen zu lassen, mit File-Sitter. Das heißt, man kann nicht das Interface, man kann eigentlich nicht dokumentieren, der kann alles Mögliche machen. Also der kann halt mit Aktionen aufrufen, bevor eingeschickt wird, nachdem eingeschickt wurde, falls es nicht geklappt hat und so weiter. Es gibt halt dieses Java NIO File Files Klasse, die Security Klasse, nimmst du mit dem Word File Tree, mit der kann man ein bisschen über jeden fahren. Es gibt eine verbesserte Variante, kann auch die Tiefe beschränken, das Ganze ausgedrückte Optionen verdienen, die nächste Variante und so weiter und so fort. Es ist halt, man merkt, es sind 10 Jahre vergangen. Das hat sich was getan. Und auch ganz praktisch, neue API für File Change Notification, also um Dateisystem auf Änderungen machen zu können. Falls ich jetzt an meine Datei gesucht habe, falls ich was an meine Beobachter ändert oder sowas, gerade bei NGEs zum Beispiel, ist praktisch zu wissen, da wurde was mitgegeben. Damit zum Beispiel ist. Und der Datei wurde schon erwähnt, eigenes Paket, POSIX, ACS, was es so mit ist, natürlich ist eben auch ein Dateisystem abhängig zum großen Teil. Es gibt eine Menge von Unabhängigen, die durch die Attributes-Klasse durchgeführt werden. Wer genau wissen möchte, das IO-Tutorial wurde geupdatet mit den NIO2-APIs, das heißt, es gibt Beispiele, gibt es auch Tutorials, wie man umschreibt, wenn man gut umschreibt, der Fall benutzt, auf den APIs. So, dann gab es in diesem Master noch die Closure-Tool for a Passover. Da wurde gerade bei Dateisystemen, die gewinnt verwendet werden, ist es so, dass wenn Ressourcen geöffnet werden und nicht geschlossen werden, die auch niemand anders so wirklich anpassen kann. Und so ein URL-Class wurde und gibt dann die Ressourcen frei, wenn er vom Gabelstätter angesammelt wird. Und das ist nicht vorhersehbar zu direkt. Man kann es wissen, geht es ja auch so. Der Gabelstätter darf das machen, wenn er will. Das heißt, wenn man eine Personserwartung sowas ist, sind diese praktische Ressourcen, die von URL-Klasse geöffnet werden, nicht schützen zu können. Also bei 7 ist eine Close-Methode, die das Ganze explizit machen lässt. Und dann dauert das System praktisch. Im dritten Master in Working Manager, beziehungsweise morgen, Stream Control, Access Protocol, Tradition Protocol, Socket Direct Protocol sind Sachen, die direkt von Kunden kamen, wenn sie also das Anforderungen aus der Telekom-Industrie. Ein Upgrade auf Unicode 5.1. und ein Upgrade der Class Architecture, um Deadlock zu vermeiden. Im vierten Milestone wurden die diverse Features von ZFM, die es sogar mit Linux wurden viele, mit Presse-Zentren, Fenstern und sowas vorausportiert nach Java 7. Und so wurden dann APIs geschaffen. Und im dritten Milestone über der XML-Stack geupdatet und es gibt, es sollte nicht eingeschickt worden, Unterstützung für elliptische Kurven und Kryptographie. In nativen Java, im Moment muss man dafür noch Netzwerke verbinden, was nicht ganz legal ist. Man muss ein bisschen suchen. Das wird in Iran Java gewünscht und über JDK weiter. So, wer das Ganze noch verfolgen möchte, JDK 7, Milestones sind drauf, die Bits sind drauf, wann was reinkommt, was geplant ist, Features. Ja, OpenJDK, wenn man so ein bisschen das Ganze folgen möchte und nicht so Zeit hat, ein bisschen unterhängen, dann JDK ist mal gebaut mit Boxen entwickeln. Es gibt die Diskussliste für Diskussionen, die allgemein sind, die wir betreffen. JDK 7 spezifisch, JDK 7 Dev. Wir machen auch so
alle paar Monate an OpenJDK Forum. Das ist ein Telefon, wo man eins bei ihm anrufen kann und auch Fragen stellen kann. Wird auch aufgenommen. Gibt's, wird da angst, gibt's sozusagen. Ja, und wenn man solche Zeit kann ich haben. Überschicken, unterdrücken. Perfekt. Super. Gut, das waren nur 220 Schritte. So, ich hätte euch warnen können, ich weiß. Kommt zur Spanienzeit. Fragen an Antwort. Du hast ziemlich zu Beginn gesagt, das Produkt zu OpenJDK wird JDK 7 sein und auch so ein paar Beispiele erwähnt, wo es Unterschiede geben wird. Kannst du das nochmal etwas detaillieren, wo die Unterschiede zwischen JDK 7 und OpenJDK Version 7 sein werden? Sein werden ist immer schwierig, weil es ja nicht draußen ist. Also ich kann sagen, wo so Moment sind. Im Moment kann man ja auch JDK 7 meinen als Unterladungsfenster, also auf den Seiten draufgehen, ob es auch separate JDK 7 Downloads neben OpenJDK-Quelltext. Die Unterschiede sind im Moment einerseits in den Form-Rendering, also die ganzen Form-Rendering-Option sagen. Und mir ist es gar nicht sicher, ob da jetzt auch das Plugin dabei ist oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht offen. Aber das ist auch ein weiterer Aspekt, der mich in der Unterscheidung schreibt. Und das sind so die Sachen, von denen ich so darauf hinweise. Ich habe jetzt ich muss sagen, ich habe JDK 7 nicht angeschaut, weil das ist ja nur ein Late-Back. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass die Arbeit bei 2.2 funktionale Erwartungen der Sprachbeschreibung hilft. Da bin ich jetzt sehr wenn ich Sprache in der Schule sein muss. Ohne zu helfen, da war es jetzt. Das ist die Frage, das kann man jetzt nicht. Ich komme auch zum Orga.
es sehr viele Quersachen gibt. Reflection, das ist jetzt das Java Language Model zum Beispiel, die alle bereits im Tutorial da sind. Das heißt, vielleicht. Ich bin eher ein großer Fan von Sachen wie Scala und der Google, was es gibt, weil sie vor allem guten Reason machen können, weil sie in gewissen Sinne die Dinge nehmen, wie sie jetzt ist und vielleicht neue Sachen machen. Closure. Und ihre eigenen Fehler machen können. Aber auch Sachen besser machen. Was ein bisschen was Community angeht, aber im Prinzip hat drei werden uns Community schnappen, wo Open Source wichtig ist. Und das ist halt für die meisten kommerziellen Hersteller nicht der Fall. So wie wir uns hier machen, wir legen es uns dabei. Der akademische Gemeinde schnappen, weil sie halt auch Open Source wichtig war, was für die Fälle zu sein angeht. Um uns zur Exportierung zu anzuschauen, aber wenn sie auch Open Source erledigt worden kann, sie halt damit zu tun. Das heißt, würde ich jetzt nicht einladen, aber versuche jetzt halt gerade Unternehmen zu begeistern. Für die meisten Dinge ist das den mehr lange so, wie die 15 Jahre war. Okay. Da wäre meine Frage, jetzt, ob es für Unternehmen Sinn macht, Richtung OpenJDK zu gehen, weil lieber noch da JDK zu planen, um eigentlich abzubauen. Also für Unternehmen Java-Anwendung einsetzen, Alter. 7 ist nicht fertig. Ja, also wenn es dann fertig ist, also da wirklich schnell in Richtung 7 zu gehen oder lieber dann aber JDK 7 noch zu behalten. Also das haben wir dann. Sie werden zum größten Teil eigentlich. Dann sind wahrscheinlich in dem Bereich in der einen größeren Ursache. Und wie weit es vor allem eine Rolle spielt, ist immer das andere. Sie ist denn von dann geplant, dann nach dem JDK 7 da den Aufzug und noch oben JDK weiter? Oder wird es in einer zweiten Operation später geben? Also vor längerer Zeit noch? Es ist einfach so, dass es verschiedene Anwendungsszenarien gibt, verschiedene Releases. Es gibt Unternehmen zum Beispiel, die setzen dann lieber nicht Open Source aus. Welche will noch immer. Und es wäre nicht sehr praktisch, wenn ich keine Wahl hätte. Wie groß sind dann die funktionalen Unterschiede zwischen der Open Source Variante und der Closed Source Sun Variante? Diesen, was die meisten Sachen angeht, ist es relativ gut. Also, wie gesagt, es gibt nur ein paar Sachen, die vom dritten Stamm oder vom Sandstamm in Open Source sind. Die sind wahrscheinlich funktional. Also, ich sage mal, Java Lang String, was ist nicht das gleiche. Angenommen, ich nehme OpenJDK, ne, kompiliere den für BSD, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Darf ich den auch als Binary ausliefern? Solange Sie die Lizenz halt arbeiten, die da ist. Also GPL, Class-Reception, Send-Reception, durchlesen, Rechnen und Pflichten verstehen. Okay, GPL-Text dabei und auf Bitteport, das geht. Rechnen und Pflichten verstehen. Und BSD dürfen das nicht? Nee, also Debian macht das Ganze, Reddit macht das Ganze, Logo macht das Ganze, sich anschauen, wie die das Ganze machen und das auch so machen. Also, gerade solche rechtlichen Fragen, wenn man nicht weiß, was man tut, Lizenzen lesen, muss was Anwälte fragen. GPL verstehen ist immer gut. Und dazu gibt es jede Literatur, auch jetzt.